Hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute spielen wir mal zusammen ein richtig krasses Hide-and-Seek-Battle hier in Roblox. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Syntax-Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und heute, Freunde, spielen wir mal Suchen und Verstecken hier in Roblox. Und danke für den Applaus. Danke, 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 meine Fans. Und wir müssen uns jetzt schleunigst vor dem Sucher verstecken und ein sehr, sehr gutes Versteck finden. Und ich würde sagen, wow, hier bei den Dosen ist doch eigentlich ein ganz gutes Versteck, Freunde, oder? Schaut euch das mal an. Sollen wir uns einfach hier hinter diesen Bohnendosen verstecken? Ich glaube, das ist echt eine sehr, sehr gute Idee. Und Moment mal, hey, ich bin ja nicht die Einzige. Hier ist noch ein Mädchen mit ihrem Hund. Hallo, wow, wow. Was ist das denn für ein Hund? Ey, du siehst ja lustig aus. Okay, dann würde ich sagen, wir verstecken uns hier vor dem Sucher. Und wir müssen mal schauen, Freunde, immer, wo der Sucher natürlich auch ist. Freunde, da ist der, da ist der. Dort hinten seht ihr ihn. Oh, oh, da ist der Sucher. Und er wird natürlich versuchen, alle zu finden. Aber das wird er niemals schaffen, weil wir beide haben das beste Versteck, was es gibt. Hey, Sucher, wo bist du? Bis jetzt scheint er noch nicht zu sein. Warte, muss doch mir das Versteck einfach ändern. Komm, wir springen hier ganz, ganz vorsichtig runter. Na, 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 na. Da, ha. Irgendwie komme ich da nicht nach oben und jawohl, perfekt, ich bin oben, sehr, sehr gut. Und hier oben ist wirklich gar keiner, außer mir und dieses Mädchen. Moment mal, wo ist denn bitte der Sucher? Hey, der wird uns ja niemals finden. Ich würde sagen, Freunde, wir tauschen die Rollen. Ich werde jetzt den Sucher mal finden, ey. Oh, oh, da ist der Sucher. Und warte mal, hat er mich gesehen? Und ich glaube, er hat mich gesehen, Freunde. Nein, 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 jetzt ganz, ganz schnell. Wir müssen hier sofort abhauen. Vielleicht war das doch gar keine, oh, gar keine so gute Idee, einfach in die Arme zu laufen von dem. Und komm schon, Freunde, wir müssen noch irgendwie hier hin und... Oh, hey! Hey, Hundi! Ihr seid immer noch hier am Start. Oh, oh, ich glaube, ich habe den Sucher hier hingelockt. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Und, Freunde, die erste Runde haben wir gewonnen! Jawohl! Der Sucher hat uns nicht gefunden! Ha! Schnell! Ab geht es! Runde 2 hat begonnen und wir müssen uns wieder verstecken. Diesmal auf eine andere Map und warte mal, was ist das denn für ein cooles Versteck hier? Einfach hier in der Kasse drin und warte mal, man kann hier wirklich durch. Sollen wir es hier wirklich verstecken, Freunde? Ich würde sagen, oh ja, das ist ein gutes Versteck. Und guck mal, das ist das beste Versteck, was es hier gibt. Ey, glaube ich, hier sind so, so viele andere Leute außer mir. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil der Sucher ist direkt unter uns, Freunde. Sollen wir es trotzdem einfach mal probieren? Oder sollen wir auf die Topfpflanze draufgehen? Ich weiß nicht. Kasse oder Topfpflanze? Kommen wir überhaupt hier drauf? Wir können ja uns wirklich reinstellen. Ich würde sagen, okay, wir stellen uns jetzt einfach in diese Topfpflanze rein, Freunde. Und mal schauen, ob der Sucher, der da steht, uns hier direkt schon finden wird. Da bin ich mal gespannt. Ich bin eine Topfpflanze, Freunde. Der Sucher kommt. Ihr seht ihn. Und oh, oh, er hüpft, er hüpft, er hüpft. Und warte mal, er geht sofort in die Kasse rein. Zum Glück sind wir da nicht reingegangen, Freunde. Aber warte mal, der kommt da nicht rein. Oh, oh, was ist denn mit dem los? Bitte komm jetzt nicht noch in die Topfpflanze. Das wäre wirklich ganz und gar nicht gut. Ey, und er ist in der Kasse. Zum Glück haben wir uns da wirklich nicht versteckt. Er wird jetzt da drin alle finden. Oh nein, bitte komm jetzt nicht in die Topfpflanze. Er ist so nah an uns, Freunde. Geh weg. Nicht in die Topfpflanze. Und wenn ihr hier reinkommt, müsst ihr einfach sofort hier rausspringen. Ich stehe hier schon am Rand, Freunde, okay? Der Plan ist schon geplant. Und nein, nein, nein. Und er kommt. Nein. Er kommt, er kommt, er kommt. Nein, 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 nein. Nein. Lass mich in Ruhe. Das kann nicht wahr sein, Freunde. Und ich bin... Nein. Ich wurde geschnappt. Ach, Mann, oh, schade. Hätte ja klappen können. Aber der Sucher hat uns diese Runde leider gefunden. Ab geht's, meine Freunde. Wir müssen uns jetzt ganz, ganz schnell verstecken. Okay, Freunde, wir sind hier direkt schon in der nächsten Runde angekommen. Diesmal natürlich eine neue Riesenkarte. Ihr seht es. Wo sind wir denn hier angekommen? Ich glaube, wir sind in einer Garage. Wie cool ist das denn? Und diesmal, Freunde, müssen wir uns ein besseres Versteck suchen als letzte Runde. Ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir wurden sofort gefunden, ey. Und ab geht es. Yeah, Freunde. Ich kenne die Karte leider noch nicht. Deswegen war ich auch nicht so, wo man sich gut verstecken kann. Aber warte mal, in diesem Eimer. Ich glaube, das ist doch ein gutes Versteck. Und wir sind runtergeplumpst. Nein, wie sollen wir da
wieder jemals nach oben kommen. Oder vielleicht hier irgendwo. Ich brauche erstmal ein sehr, sehr gutes Versteck. Und nein, 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 der Sucher kommt gleich und wir haben immer noch kein Versteck gefunden. Und können wir irgendwie hier sein? Und jawohl, okay. Wir bleiben jetzt hier einfach bei den Reifen oder in diesen Reifen drin, würde ich sagen. Ich glaube, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Versteck, würde ich sagen. Und ich hoffe, hier wird der Sucher uns, oh oh, niemals finden. Und da ist der Freund, seht ihr ihn ganz, ganz klein. Läuft er da rum. Aber ich glaube, er wird uns hier schon mal nicht finden, weil ich glaube, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Versteck, muss ich sagen, Freunde. Wir müssen einfach nur ein bisschen leise sein und dann schaffen wir das. Oh nein, schon zusammen. Okay, ihr könnt es vergessen. Ich bin runtergeplumpst. Aber naja, dann gehen wir halt, oh oh, woanders hin. Wir müssen hier weglaufen. Wir haben immer noch kein richtiges Versteck, Freunde. Ich glaube, komm, wir verstecken uns jetzt einfach hier hinter dem Reifen. Ich glaube, das ist auch gar nicht mal so schlecht, das Versteck. Also hoffe ich natürlich, Freunde, dass der Sucher uns hier nicht finden wird. Wir schauen mal ganz, ganz vorsichtig, wo der Sucher ist. Hallo? Ist hier irgendwer? Nö, ich glaube, wir sind hier alleine. Da ist der Freund. Da hinten ist er. Und warte mal, ich glaube, er kommt in unsere Richtung. Jetzt müssen wir leise sein. Ich glaube, soll ich erstmal hier bleiben? Oh nein, wir rennen einfach im Kreis. Okay, warte. Und jetzt rennen wir hier hin. Jawohl, ich glaube, es hat geklappt, oder? Und jetzt, oh oh, ist der hier oben angekommen. Ich hoffe, er wird mich jetzt nicht von oben, oh oh, sehen. Und da ist er wieder, Freunde. Okay, okay, okay. Wir müssen uns jetzt konzentrieren. Wir müssen immer ihn im Auge behalten. Und ich glaube, er ist jetzt runtergesprungen. Und da ist er. Nein, 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 nein. Ganz, ganz schnell. Darf uns hier nicht sehen. Und ganz schnell hinter die Säule wieder. Das ist so lustig. Die ganze Zeit nach hinten und nach vorne. Und jetzt rennt er in die Richtung. Jetzt schnell, schnell, schnell. Jetzt laufen wir hier hin. Perfekt. Und oh nein, er kommt wieder, Freunde. Ich glaube, er hat uns gesehen, oder? Warte mal. Wir warten hier ganz vorsichtig. Und unsere Taktik klappt zusammen, Freunde. Yeah. Er sieht uns. Oh, oh, einfach nicht. Jetzt wieder hier hinter die Säule gehen. Das ist so lustig. Wir haben ihn die ganze Zeit im Auge. Aber er findet uns einfach nicht, Freunde. Das ist echt eine sehr, sehr krasse Taktik, muss ich sagen. Einfach so hinter der Säule ein bisschen herumtanzen. Okay, ich würde sagen, in den letzten 20 Sekunden, oh nein, rennen wir doch mal raus aus unserem Versteck. Und da ist er wieder, Freunde. Und jawohl, wir sind wieder oben. Und jetzt ist er wieder auf der anderen Seite am Start. Okay, und wohin wird er jetzt rennen? Und oh, oh, ganz, ganz schnell wieder hier hinter die Säule gehen. Perfekt, ey. Es klappt sehr, sehr gut. Okay, letzte 20 Sekunden rennen wir noch aus unserem Versteck raus, damit wir das spannender machen. Und ab geht es, Freunde. Na, hey, du Sucher. Du wirst uns niemals finden. Ich bin sogar aus meinem Versteck rausgerannt. Okay, noch 12 Sekunden werden wir es schaffen. Wo ist der Sucher, Freunde? Ich glaube, er hat gar keine Lust auf mich zu finden, ey. Und 6, 5, 4, 3, 2, 1 und jawohl! Wir haben es wirklich geschafft, Freunde. Wir haben den Angriff vom Sucher überlebt und wir waren die letzten 3 Überlebenden einfach, die er nicht gefunden hat. Eine letzte Runde würde ich aber sagen, spielen wir noch, Freunde. Und diesmal verstecken wir uns hier einfach auf dem Fahrrad drauf. Oh yeah. Und ab geht's. Und wir sind jetzt auf der Klingel. Ding, ding. Und Freunde, schreibt auch mal jetzt gerne unten in die Kommentare, was war eigentlich mal dein bestes Versteck, was du in Verstecken spielen hattest. Das würde mich mal super doll interessieren. Und wenn du mehr von Versteckvideos sehen willst, dann lass dem Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Okay, und der Sucher wird jetzt kommen und mal schauen, ob er uns hier oben finden wird auf dem Fahrrad. Da ist der Freunde, da ist der Sucher. Und warte mal, hat er uns gesehen? Ich hoffe, er hat uns nicht gesehen. Komm schon, ich hoffe, er wird jetzt nicht nach oben kommen. Und warte mal, der rennt einfach an uns vorbei. Hey, wir sind hier oben. Was ist denn bitte hier los, ey? Der rennt einfach, oh oh, an uns vorbei. Warte, ich glaube, wir verstecken uns trotzdem hier so ein bisschen hinter dem Fahrrad, anstatt da drauf. Und vielleicht wird er uns hier einfach wirklich nicht finden. Er sucht einfach überall nach. Und oh oh, der hat den nächsten gefunden. Und wir gehen auf den Sattel drauf vom Fahrrad. Yeah, und oh oh, Freunde. Und was? Er ist auf der Lampe drauf. Okay, okay, bis jetzt ist nochmal alles im grünen Bereich. Und er hat uns, glaube ich, noch nicht gesehen, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Und hey, von wo kommt der denn? Oh oh, ich glaube, der wird jetzt geschnappt vom Fänger. Und oh Gott, was ein Rennen da. Und Moment mal, ja, er wurde wirklich gefangen vom Fänger. Aber hat der uns wirklich noch nicht gesehen, Freunde? Wir stehen hier die ganze Zeit so offen rum. Hey, ich bin auf dem Fahrrad, hallo. Noch 50 Sekunden, ich würde sagen, komm, wir gehen einfach von unserem Versteck runter, Freunde. Und wir schauen mal, ob wir ihn vielleicht so ein bisschen beobachten können einfach. Und da ist der Sucher und der geht jetzt die Leiter nach oben. Seht ihr ihn? Oh, oh, warte mal. Hat er mich gesehen? Ich hoffe natürlich nicht. Wir müssen trotzdem ganz, ganz, oh, oh. Oder finde ich mal gut. Hey, er hat uns verraten. Nein, nein, nein. Hey.
Hey, das kann nicht sein, Freunde. Der eine hat uns hier verraten, weil er zu uns gekommen ist. Freunde. Wir müssen hier wieder auf unser Versteck. Das kann nicht wahr sein. Hey, du Verräter. Nein. Und, oh, er verfolgt uns. Schnell. Wir müssen hier irgendwie weg oder so. Und, warte mal. Fiabin-Abgang. Nein. Hat er uns gesehen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, er hat uns... Nein, er hat uns gesehen, Freunde. Wir müssen hier sofort weg. Und wo ist er hin? Und, warte mal. Der ist da unten. Ganz, ganz leise. Und, warte mal. Nur noch 3 Sekunden Zeit. 2, 1 und... Er hat uns wirklich nicht geschnappt. Okay, das waren jetzt auf jeden Fall ein paar lustige Runden. Suchen und Verstecken. Mit sogar richtig guten Verstecken, muss ich sagen. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandtex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi.